Der Wilhelm Scream. Ich wette, jeder von euch hat diesen Schrei in seinem Leben schon mehrfach gehört. Wie ich darauf komme, der Wilhelm Scream hat es bisher in ca. 300 Filme geschafft. Je nachdem, welcher Quelle man glauben mag, sind es mal mehr oder mal weniger. Aber was hat es mit diesem legendären Schrei eigentlich auf sich? Der Klang wurde zum ersten Mal 1951 in dem Filmklassiker Die Teufelsbrigade mit Gary Cooper abgesondert und ist damit sogar schon älter als mein Vater. Der Mann, aus dessen Körper dieser harmonische Klang entsprang, wurde in dieser Szene im Wasser von einem Krokodil angegriffen. Benannt wurde er allerdings nach dem Nebendarsteller Wilhelm, der im Film Der brennende Schrei von 1953 ebenfalls diesen Schrei ausstößt. Der Klang wurde dann später zu einem bekannten Running Gag durch den Hollywood-Sounddesigner Ben Bird, der nicht nur den Lichtschwert-Sound aus den Star Wars-Filmen erfand, sondern auch das Sounddesign für andere Fantasy- und Science-Fiction-Filme revolutionierte. Während seiner Arbeit an Star Wars bemerkte Bird den Klang, der schon damals in mehreren Filmen genutzt wurde, und fand den originalen Stock-Sound in den Sounddatenbanken der Warner Brothers Studios. Er fügte ihn daraufhin in den ersten Star Wars Film ein und wiederholte dies in jedem Film, an dem er beteiligt war. Die Benutzung des Soundeffekts in Star Wars war der Auftakt eines Insider- und berufsspezifischen Running Gags der Sounddesigner. Und der Rest ist Geschichte.